Transforming Technology, das Thema der heutigen Wiener Artweg, ist ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftliches Thema. Wir analysieren zwei Fragen. Einerseits, welchen Einfluss haben neue Technologien auf die Kunstwelt, auf das künstlerische Schaffen? Und auf der anderen Seite, welchen Einfluss, welchen Impact hat auch die Kunst auf die Technologie? Ich glaube, Technologie und Kunst, beides verbindet ja zum Beispiel das Thema Risiko nehmen, das Thema Experimentieren, das Thema mit Unsicherheit umgehen oder auch das Thema mit Kreativität, mit spielerischen Mitteln Themen zu erarbeiten. Und hier diesen Konnex zu analysieren und gerade auch in Wien, das ist sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, ist natürlich, glaube ich, auch, dass Kunst und Künstler eine erhöhte Sensibilität haben für gesellschaftliche Entwicklungen. Und ich glaube, wir spüren alle, dass in Zeiten der digitalen Transformation sehr, sehr viel in der Gesellschaft im Wandel steht. Wir wissen nicht genau, wie geht's weiter. Viele sagen, neue Arbeit und Roboter werden uns ersetzen etc. Und ich glaube, Künstler können da sehr, sehr wichtige Fragen und sehr kritische Fragen stellen. Und das machen wir während der Artweg. Während der Artweg haben wir die Möglichkeit, da sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen zu besuchen in ihren Ateliers. Wir eröffnen ja über 100 Ateliers am Samstag, am Tag der Open Studios oder auch bei den vielen Performances und Ausstellungseröffnungen spürt man, glaube ich, ohne es jetzt wirklich beschreiben zu können, die Gegenwartskunst par excellence. Letztendlich ist immer die Frage, okay, was ist das Neue? Und das Neue für mich ist oft eine Kombination des Alten, nur mit anderen Mitteln. Und da ist natürlich spannend auch das Thema mit Transforming Technology, wie auch neue Mittel, wie zum Beispiel Artificial Intelligence, Robotik, 3D Printing etc. hier sich auf das künstlerische Schaffen auswirken und wo es aber letztlich dann trotzdem nicht rein an der Technologie hängen bleibt, sondern emotional etwas auch auslöst. Also ich persönlich träume noch nicht davon, ein Cyborg zu werden, aber es ist natürlich spannend, die Frage, wenn man jetzt sich Entwicklungen in Kalifornien anschaut, wohin auch geforscht wird, sprich das unendliche Leben oder wie können wir unseren Körper besser, schneller, sensibler machen, werden wir im Rahmen der Artweg auch das Thema Cyborg ansprechen. Wir haben Moon Rivers eingeladen, die Gründerin der Cyborg Foundation, und sie selbst sieht sich als Cyborg, die mit einem Sensor alle Erdbeben der Welt laufend und ständig registriert und mit diesem speziellen Sensorium, das über ihre 5, die sie schon hat, riechen, hören etc., mit diesem speziellen Sensorium auch eine künstliche Ausdrucksform dann gestalten kann, indem sie den Rhythmus der Erdbeben, und sie hat hier eine spezielle Arbeit für Wien geschaffen, nämlich alle Erdbeben der letzten 50 Jahre in Österreich aufgenommen, und diese transformiert sie in eine künstlerische Arbeit, eine Performance. Die Wiener Galerien-Szene ist sehr stark. Sie ist für die Größe der Stadt auch überproportional bei internationalen Kunstmessen vertreten. Ich war gerade auf der Frieze in London, heuer auf der Art Basel etc. Und überall finden Sie österreichische Galerien, mindestens 6, 7 sozusagen der großen Galerien, aber auch gerade jetzt auch die junge, neue Galerien-Szene ist sehr, sehr stark international vernetzt. Alle fast haben im Ausland gelebt, haben im Ausland studiert, stellen internationale Künstler aus, genauso wie heimische Künstler. Und ich glaube, Wien ist ein internationaler Art Hub und die Galerien genauso.